Radio Trinity Tower Signal gefunden. Da sind irgendwo Gegner. Na egal. Wir suchen Nick Valentine. Weitergehen. Was? Wow. Was zum Henker war das jetzt? Könnte das vielleicht dieses ominöse UFO sein, was, wovon ich... Was ist das? Dieses ominöse UFO, von dem ich schon öfters jetzt gehört habe. Also wie gesagt, ich kenne die Vorgänger des Spiels nicht. Hey, die Waffe ist ja geil. Ich kenne die Vorgänger des Spiels nicht. Ich habe nur davon gehört, dass man UFOs finden kann, die mal abgestürzt sind oder so. War das jetzt vielleicht eins? Stadtbibliothek Boston. Ja, das möchte ich jetzt aber eigentlich auch noch nicht erkunden. Hier geht's rein, ne? Ja. Normalerweise muss man immer eine Tür anklicken oder so. Jemand da? Nein, 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 nein. Ist keiner da. Keiner da. So, das muss ich mir aber ganz kurz auf meine To-Do-Liste setzen. Stadtbibliothek Boston. Was? Oh nee. Erschreck mich nicht so. Wie weit ist es noch? Oh Gott. Ich bin mir sicher, ich gerade irgendwann hier noch in so einen ganz miesen Hinterhalt. Wenigstens auf dem Radar hätte. Ich habe hier nichts auf dem Radar. Haben die jetzt auf mich geschossen? Ich sehe nichts. Egal. Hubris Comics. Ja. Gut, schreibe ich mir auch schnell auf. Dann mache ich, glaube ich, mal eine Aufnahmesession, wo ich nur diese Dinger hier ablaufe, die ich so entdeckt habe. Aber noch nicht gemacht habe. Nice. Was ist das jetzt, wenn wir das schon entdeckt haben? Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier durch sollte oder nicht. Also Hundi kommt hier ohne Probleme durch. Ah, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nein, 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 nein. Oh.
Wort. Ach du Scheiße. Wow. Wow, lass mich weg. Irgendwo häng ich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hilfsmittel. Jetzt gehen wir mal her. Knallen uns da irgendwie was Schönes rein. Stärke, Ausdauer. Ein Buff-Out. Genau. Und was haben wir hier noch? Strahlung widerstehen. Klingt auch nice. Falscher Knopf. Was bringen mir diese Angaben? Down ist er. Rasen Powerfaust. Okay. Schwere Kampfrüstung. Kamera. Leuchtfackel. Leuchtfackel hätten wir jetzt auch abschießen können eigentlich. Oh, Glasfaser kommen da raus. Interessant. Hey, habt ihr die... Ja, toll, du hättest mir ruhig helfen können. Da diesen Artikel in der Zeitung. Public Occurrences. Okay, Führungsspot. Das ist schon... Also, ich behaupte nicht, dass jemand ein Sünder ist. Sage nicht, dass das so stimmt. Und ihr wisst schon, der Bürgermeister... Natürlich. Ich meine, ich wurde gebeten, hier... Hier liegt eine Stellungnahme des... Bist du ein Reiseführer? Antwort nicht erkannt. Okay, da... also ich meine, da steht nur, dass wir uns keine Sorgen machen müssen. Dass es, ihr wisst schon, keine Gefahr gibt und so. Schon? Irgendwie? Erzähl mir vom Freedom Trail. Folgen Sie dem hier im Boston kommen beginnenden Routen. Fahrt durch die Straßen unserer großartigen Stadt. Der Weg enthält Markierungen an vielen berühmten historischen Orten. Besuchen Sie Paul Revere's Haus, die Old North Church, das Old State House, Bunker Hill und vieles mehr. Okay. Tell me more Button. Ich hätte vielleicht vorher speichern sollen. Gut, passiert aber soweit nichts. Das ist jetzt allerdings die Park Suite Station. Nicht unser Valentine, nehme ich an. Was haben wir denn für Quests? Okay, es ist sonst nichts weiter markiert, von daher müssen wir da wohl rein. Dann nutze ich einfach mal hier diesen Mülleimer und leg da mal mein Zeug ab. Die Mine brauche ich hier nicht. Die Powerfaust. Man die als Nahkampfwaffe? Ja, ne?
5,5 macht 54 Schaden. Geschwindigkeit langsam, Geschwindigkeit mittel. Dann legen wir die Blanke ab und behalten die Powerfaust, ne? So. Das kann hier rein. Da muss ich gleich nochmal danach schauen. Hilfsmittel, diverses Schrott. Da kann hier alles rein. Muni. So, Inventar, Kleidung. Hoffentlich funktioniert das auch so. Ich verliere halt Taschenblätze. Aber dafür ist es halt wesentlich besser. Und wesentlich besser ist wesentlich besser. Und dann natürlich mit. So, das muss ich mir aber jetzt auch wieder notieren, sonst vergesse ich das wieder und ich hoffe auch nicht, dass despawned. Mülleimer vor, wo sind wir denn hier, die, was war denn das, ah, ja. Park Street Station, so. Kurz schnell speichern. Und mal schauen, was uns da drin erwartet. Wenn ich dir doch sage, durch Ginnivel und Strande zu gehen, war die beste Entscheidung aller Zeiten. Schau dich doch nur mal um. Und trotzdem, Melone ist schwach. Wir erwischen diesen Detektiv beim Rumschlüpfen. Und was macht er? Sperrt ihn ein. Dem fehlen die Eier, ihn einfach umzulegen. Lass das mal nicht sein, neues Mädchen. Ich knallt dir ihren Schläger ins Gesicht, bis kein Gesicht mehr übrig ist. Hey! Hat ihn aus den Augen verloren. Hm? Na Gott, Hundi, was haben die mit dir gemacht? Mehr zu plündern. Also wie man hier an der Munitionsanzeige sehen kann, funktioniert der Plan auf jeden Fall sehr gut mit unserer Kronkorkenfarmerei und dann das Farmen an sich von Muni dadurch. Ein weißer Teller. Ein Fusionskern. Wow. Keine Ahnung, was ein Fusionskern im Mülleimer zu suchen hat, aber es ist auf jeden Fall wieder ein Beweis dafür, dass es sich lohnt. Wow. Alles abzuklappern.
Plastikkürbis, Kaugummi, Hümbel. Also in meiner Truhe zu Hause in Sanctuary habe ich, ich glaube, 27 Fusionskerne oder so. Hätten wir eigentlich mit der Powerrüstung hierher kommen können, ne? Na ja, gut, jetzt sind wir hier drin. Scheint ist die Tür da hinten. Mal schauen, was das Terminal sagt. Fahrkarten kaufen. Funktion deaktiviert. Die Verkaufsfunktionen des Terminals wurden abgeschaltet. Wenden Sie sich an einen Systemadministrator, um weitere Informationen zu erhalten. Into each life. Rain must fall. Travis, nicht schon wieder. Das war Ella Fitzgerald. Immer wenn ich was lesen will. Komm, mach deine ihr hört, Ansprache. Diamond City Radio. Falls ihr überhaupt zuhört, meine ich. Wenn jemand dummerweise da draußen zuhört, das sind die Inkspots. Sehr schön. Hinweis: Terminal abgeschaltet. Der Kauf von U-Bahn-Fahrkarten zu dieser Haltestelle wird am 11.02.77 automatisch im Rahmen Ihrer Schließung eingestellt. Richten Sie Fragen bitte vor der Beendigung Ihres Arbeitsverhältnisses an den Haltestellenleiter oder Walltech-Mitarbeiter. Wiederholung: Ab dem genannten Datum werden am Park Street Terminal keine weiteren Fahrkarten ausgegeben oder geprüft. Bereits erworbene Fahrkarten sind weiterhin an allen anderen U-Bahn- und Einschienenbahn-Service-Plattformen in Boston gültig. Vielen Dank. Nachricht an Mitarbeiter. Sehr geehrter Mitarbeiter-ID, ich muss Ihnen leider mitteilen, dass Ihre Haltestelle Park Street aufgrund eines Aufkaufs durch die Voltech Corporation geschlossen wird. Daher werden wir unsere Aufzeichnungen durchgehend und unsere vielen geschätzten Mitarbeitern anderen Haltestellen und Abteilungen zuweisen. Das System sollte Ihren neuen Einsatzort automatisch finden. Sie wurden folgendem neuen Ort zugewiesen. Mitarbeiter gekündigt. Ganz toll. Danke, wir freuen uns darauf, noch viele weitere Jahre mit Ihnen zu arbeiten. Schön, schön. Ja. Kronkorn, yeah. Das Schloss sieht stabil aus. So, dann hätten wir hier eigentlich alles. Und ne. Den haben wir auch. Schirm. Habe ich gerade die Meldung übersehen, dass ich überladen bin, oder habe ich nur eine falsche Taste gedrückt? Ich bin natürlich überladen. Haben wir den da eigentlich gelootet? Der sieht gelootet aus. Ich drücke das mal jetzt nicht Hundi in die Hand, sondern nehme diesen. Geht nicht. Scheiße.
Kurs. Ah, ich bin auf einer Tretmine. Das erklärt natürlich so einiges. Aber hier kann ich Zeug reinlegen. Sammeln wir da noch alles auf, was wir finden. So. Waffen. Das kann weg. Das kann weg. Ach, die müssen wir auch noch auf den Hotkey legen. So. Hilfsmittel, diverses Schrott. Konnte ich vorhin nicht noch 280 Sachen tragen? Habe ich jetzt wieder irgendwas rein, was nicht rein sollte? Nö. Keine Ahnung. Kurz aufschreiben. So. Hundi? Ah, komm schon. Die Todesschützen können auf jeden Fall mehr einstecken, wie es scheint. Das war Nat King Cole. Er ist einfach der Beste, nicht wahr? Grafikbug. So. Und jetzt anscheinend alle ausgelöscht. Aus dem Juwelengrün, ich meine dem großen grünen Juwel des Commonwealth, Diamond City Radio. Als nächstes singt Bob Crosby. Way back home. Was ist das? Nein. Da liegt ein Kopf. Ja, jetzt sind wir gleich wieder überladen. Wieso? Sonst ist da, glaube ich, nichts. Ich war mit Erkunden ja noch nicht fertig, Leute. Aber die Waffe, die feiere ich so. Die ist irgendwie richtig geil. Die haben auch ordentlich Muni dafür. Ey, wie groß ist das Ding hier? Holzkiste. Cool. Pff,
viel... Ah, shit. Aber wie viel Zeug man hier auch knacken muss. Das wär's. Ach, stimmt. Wir wollten ja... die Powerfaust... Ah, so geht es. Ah, hier drauf. Bam. Okay. Ups. Ja, was hätte ich da jetzt ausgelöst mit? Fusionszellen sind natürlich immer gut. Ach, das Jagdgewehr hätte ich damit ausgelöst. Ein Telefon. Ein Safe kann ich nicht öffnen, schade. Hundi. Hey, warte da. Handeln. So, Waffen. Das Jagdgewehr, die Maschinenpistole kriegst du. Das nicht Kleidung. Das und das und das und das. Hilfsmittel, divers und Schrott kriegt er. So viel wie geht. 190 wird ja immer mehr, wo ich trage. Gut. Ah. Plasma-Kartusche. Okay. Terminal. Mal schauen, ob da noch was anderes drin steht. Kaufen, abgeschaltet, ne. Ist dasselbe Terminal. Radio, okay, das immer noch mit. Ich möchte eigentlich hier nichts übersehen, aber das ist eigentlich wohl äußerst schwierig. Irgendwas übersieht man immer bei so vielen Sachen. Die Dose. Da ist niemand gerade. Mitnehmen. Den habe ich schön zerlegt. Gibt's doch nicht, dass hier keiner ist. Ah, aber die Entfernung ist relativ hoch. Ja, komm schon, zeig dich. Ne? Will er nicht mehr? Hat er Angst gekriegt? Er kann ja nur von der Richtung kommen. Schade, hätte ich noch gern erwischt.
Muss doch irgendwo hingerannt sein. Quantum-Kohle. Ich hab Hundi vergessen. Oh. Hey, komm schon. Ach ja, wie mir das jetzt auch ständig passiert, dass ich Hundi vergesse. Da ist noch eine Tür. Da. Haben wir ihn erwischt. Wo geht's denn jetzt hier hin? Wie komplex ist das Ding? Ach, hier geht's nur nach draußen, okay. Gut, machen wir erstmal die Seite hier clear. Yay! Gegner haben wir hier anscheinend alle ausgeschalten. Wie gesagt, ich finde die Waffe ja so geil. Jetzt sind wir gleich garantiert wieder überladen. Aber wo sind die ganzen Heinis, die ich hier abgeknallt habe? Wer liebt ihn nicht? Zementzecke. Jordan, Ladies and Gentlemen. Da liegt noch eine. Drei Stück waren es eigentlich. Und nun eine Nachricht oder mehrere von unseren Sponsoren. Power Noodles. Unser Koch hat nur einen Satz auf Lager. Aber kein Problem. Na Gott. Er kocht ja auch immer nur ein Gericht. Kennt ihr jemanden, der spielsüchtig ist? Dann könnte euch dieser Song hier zum Lachen bringen. Oder vielleicht eine Vault. Traurig, Mama. Vault 114. Jetzt brauche ich aber irgendwas zum Ablegen. Das können wir so nicht machen. Da drüben waren noch die ganzen Mülleimer und so, glaube ich. Hey, Position halten. So, alles nehmen. Aufgepasst. Und los. Dann nehme ich auch mal den Mülleimer. Dann muss ich immer nur Mülleimer aufschreiben und nichts anderes. So, das Jagdgewehr, vier Maschinenpistolen, sehr schön. Kleidung. Diverses Schrott. Was sammel ich da, was so viel wiegt ständig? Thank you.
ein Wasser mal rüber, weil ich immer nur 20 mitnehme eigentlich. Das wird das Zeug sein. Gummibonbons, Karotten, Kartoffelchips, Kaugummi, das kann ja alles hier bleiben. Mutterbeeren, Luca Cherry, die Cola, die Quantum. Gehen wir mal von oben runter. Das da, das nehme ich sowieso nicht, das nehme ich nicht. Schmutzige Wasser kann hier bleiben. Die Stimpacks, die wiegen nichts. Tato. Oh, die haben auch einiges gewogen. So, Zuckerbomben. Russische Eier. 153 von 260. Sehr schön, sehr schön. Kurz aufschreiben. So, der Mülleimer. In der Station vor der Vault. Okay. So. Aber an der Stelle mache ich jetzt mal einen Aufnahmestopp. Habe jetzt noch was zu tun. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir Vault 114 betreten. Bis dahin, viel Spaß und haut rein. Ciao.